Hallo ihr Muschis. Jo, wir haben hier mit dem netten sexy Herrn geredet, der schickt uns runter. Ich glaube Stockwerk 53 oder was das war, es ist schon ein paar Tage her. Ich muss den ganzen Weg 58, nach unten bis zum Sublevel minus 58 gehen. Jo, was gibt's zu sagen? Ach, diesmal grüße ich mal einen anderen Fan. Ich hoffe mal, er verprügelt mich nicht, weil ich es vielleicht falsch ausspreche. Aber ich grüße jetzt mal Reaction. Oder Reaction. Die Zahlen sind mir jetzt ziemlich egal. Noch ein paar Minuten. Ich werde warten müssen. Okay. Jo, was gibt's Neues? Wenn wir hier schon warten. Ach, ich bin heute mit meinem neuen Cabrio, habe ja seit einer Woche jetzt ein neues Auto, mal mit Verdeck offen rumgefahren auf der Autobahn. Bewölkt übrigens. Also wenn ihr mal irgendeinen Idioten seht, der bei bewölktem Wetter mit offenem Verdeck rumfährt, bin es wahrscheinlich ich. Das Licht leuchtet grün. Los geht's. Okidoki. Also er hat gesagt, eine halbe Stunde haben wir Zeit. Dann jagt ihr den ganzen Konzern in die Luft. Oh Gott. Och nee. Oh, das ist ein Rätsel. Das ist richtig hässlich. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen habe ich da bestimmt eine Stunde gebraucht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so blöd wie damals. Zunächst einmal, halte deine Augen nach Spinnen offen. Wenn sie dich entdecken, bist du Toast. Nutze Eingänge und Lüftungsschächte als Versteck, wenn sie in deiner Nähe sind. Sei leise und bleib unsichtbar, dann wird dir nichts geschehen. Gut. Um dann in Dreamcore selbst hineinzukommen, musst du einen Weg in die Büros finden, die den Dreamcore-Raum umgeben. Und um das zu schaffen, müssen wir die Energieversorgung für die Türen unterbrechen. Ich kann die nötigen Bereiche abschalten, wenn du mich in das geschlossene System dort unten hineinpatchen kannst. Du musst eine Wandverkleidung namens PSA-1 finden und entfernen und die Software, die ich dir gegeben habe, direkt ins System hochladen. Die Wandverkleidung befindet sich an der Außenwand des Korridors, auf der entgegengesetzten Seite, von der du hereinkommst. Nahe der Türen zum Untersektor 2. Sie dürfte etwas schwer zu entdecken sein, also sieh dich genau um. Und denke an die Spinnen. Ich möchte dich gerne in einem Stück zurückhaben. Okidoki. Jetzt dachte ich mir schon, wie kann er denn mit uns reden, wenn er doch gemeint hat, dass hier kein Empfang ist. Dabei war das ein Flashback. Schau, hier kann ich mich nicht verstecken. Wo kann ich mich dann verstecken? Hier wahrscheinlich. Ah, okay. Klingt logisch. Irgendwie wundert es mich, warum jetzt hier dann keine Spinnen sind. Nicht, dass jetzt auf einmal eine um die Ecke kommt und dann schaue ich blöd. Aber wir müssen erstmal eine Wandverkleidung finden. A1 oder sowas? Ach, da schau her. Es ist etwas in dieser... Es ist eine Gleittafel und sie ist beschriftet mit... Ja. PSA1. Das ist sie. Es ist offen. Ich kann jetzt auf das geschlossene System zugreifen. Ah, mit dem Handy. Ich werde die Software von Damien in das geschlossene System laden. Dort. Das sollte ihm ermöglichen, die Energie der Bürotüren abzustellen. Sobald du das Patch hochgeladen hast, kann ich den Strom für die Türen abschalten. Danach sollte es dir möglich sein, die Büros zu betreten. Leider wird dann die Tür zum Dreamcore-Raum noch immer verschlossen sein. Sie läuft mit ihrem eigenen Sicherheitssystem und die einzige Möglichkeit, in den Raum zu gelangen, ist die mit einer autorisierten Zugangskarte. Dazu kommen wir später. Jetzt musst du erst einmal den Bio-Wurm scannen, den ich dir gegeben habe. Und bevor du das tun kannst, musst du ihn in einer speziellen Kapsel platzieren. Du findest solche Kapseln in dem Labor, das direkt am Ende der Halle liegt, von der Wandverkleidung aus gesehen. Okay, wo muss ich dann jetzt hin? Gut, bekomme ich also nicht auf. Ich habe bloß immer noch Angst wegen den Spinnen hier. Ich weiß auf jeden Fall, wenn sie mich erwischen, dann gibt es einen Elektroschock und ich bin futsch. Kann ich nochmal alles von vorne machen? Ich muss die Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren, bevor ich hineingehe. Scheiße. Oh, da müssen wir ganz runter scrollen. Wieso zeigt ihr mir denn jetzt alles an? Ansonsten zeigt ihr mir doch immer nur das Neueste an, oder? Oder zumindest halt schon runtergescrollt. Okay, das kann ich realistisch sagen. Jetzt muss ich eine Kapsel finden, in die ich den Wurm dann... Ich soll nach dem Laboratorium nachsehen. Gut, da renne ich jetzt einfach mal noch weiter rum und schaue, dass ich eine Tür finde. Hier sind aber wirklich erschreckend wenig Spinnen. Ich kann mich erinnern beim ersten Mal, dass ich wirklich alle drei Schritte in eine reingelaufen bin. Das sieht doch gut danach aus.
Yes. Zumindest können wir hier schon mal rein. Oh, was gibt's hier? Haha, das scheint der Dreamcore zu sein. Ach übrigens, ich habe das Fenster offen. Es ist zwar 11 Uhr, aber wenn ein Auto vorbeifährt, das wird man wahrscheinlich hören. Also entschuldige ich mich schon mal dafür. Oh ja, ein gigantisches Ding. Und ziemlich baumig. Oh, hinter uns sind Spinnen. Hallo Spinne, hallo. Da ist eine. Ganz leise sein. Gott, ist die blöd. Oh Mann, ist die blöd, Leute. Die hab ich nicht gesehen. Diese Konsole ist gesperrt und der Schutz ist wahrscheinlich wasserdicht. Ohne Leafs Hilfe würde ich nicht wagen, darauf zuzugreifen. Ich brauche aber noch so ein komisches Gefäß, wo ich unseren Bio-Wurm reinstecken kann. Scheine ich jetzt aber hier nicht zu finden. Kann ich hier vielleicht nochmal rausziehen oder sowas? Nein. Nun gut, dann suchen wir erstmal weiter. Okay, keine Spinne. Was gibt's hier? Ich kann nicht zurück, bis ich erledigt habe, weshalb ich hierher kam. Okay, wir sind also gerade wieder am Anfang. Da wird es nicht weitergehen. Sieht zumindest nicht so aus. Wird wahrscheinlich der Aufstoß sein, der defekt ist. Was haben wir hier? Ah, hier geht's auch auf. Ah, was haben wir hier? Es ist ein kleiner Biometriescanner. Also, den Wurm in eine Kapsel stecken, sie hier einsetzen und schon liest er alle relevanten biometrischen Daten. Oh, sorry, jetzt habe ich eine SMS nebenbei bekommen. Ich hoffe mal, das hat man jetzt nicht zu laut gemerkt. Eieiei. Gegen jeden Zugriff gesperrt. Ich glaube, dass die sicher... Ein Ganzkörperscanner. Er liest alle meine biometrischen Daten und lädt sie ins System. Ah, eine Spinne. Kurz verstecken hier. Okay, wir müssen also woanders so ein Glas finden. Oder war ich vielleicht sogar schon richtig gerade vorhin? Nur, dass ich das Glas nicht gesehen habe. Ah, jetzt dürfen wir der Spinne hinterherlaufen. Auch nicht schlecht. Das Blöde ist, entgegengesetzt will ich nur nicht laufen. Aber wisst ihr was? Ich speichere mal kurz. Schau, ob ich die vielleicht vernichten kann, wenn ich mich von hinten anschleiche. Nein. Kann ich also nicht. Okay, die dreht um und tötet mich. Gut, damit hätten wir das auch schon mal geklärt. Neuladen, neuladen. Und schleiche nicht. Aber normal gehen. Ich denke mir, jetzt sind wir genauso schnell wie die Spinne. Wo geht die gerade hin? Da scheint es gerade einen Fehler in der KI zu geben. Oh, jetzt komme ich hier vielleicht doch zu nahe. Ah, das Zeichen sieht doch gut nach Labor aus. Und da rechts habe ich auch schon was gesehen. Nämlich Kapseln. So, einen Bakter-Tank für den Wurm. Das sieht wie die Kapsel aus, die ich brauche, um den Wurm zu scannen. Wenn du den Wurm in einer Kapsel platziert hast, musst du sie scannen. Das musst du dann auch mit dir selbst tun. Die Scanner laden dann, mit meiner bescheidenen Hilfe, die DNA von dir und dem Wurm in die Wächtersoftware des Dreamcores hoch. Das erlaubt dir dann, die Luftschleuse zu betreten. Beide Scanner befinden sich im MathLab, dem medizinischen Labor. Na klar, im MathLab. Okay, ich denke mal, Kapsel, zusammenwürfeln mit Wurmi. Katsching! Bin ich nicht ein Wiesel? Schauen wir, dass keine Spinne kommt. Nein, sind wir sicher. Okidoki, jetzt müssen wir also nochmal den Scannerraum ausfindig machen. Das war, glaube ich, nicht der hier. Genau, der war noch zu. Und der nächste... Na gut, schauen wir einfach mal rein. Nein, sondern der nächste jetzt dann, genau. Mensch. Hätte nicht gedacht, dass ich hier so gut vorankomme jetzt in dem Part. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich jetzt ziemlich stark ins Klo gegriffen, als ich es versucht habe. Ah, ich höre eine Spinne irgendwo. Scheiße, falscher Raum. Wahrscheinlich haben wir eine Spinne bloß gerade eingeholt. Ja, genau, wir haben eine eingeholt. Mann, ein rumgelaufen hier.
So, jetzt können wir hier rein. Da haben wir doch die Scanner. Es ist ein kleiner Biometrie-Scanner. Wurmi drauf? Also, den Wurm in eine Kapsel stecken, sie hier einsetzen und schon liest er alle relevanten biometrischen Daten. Zellzusammenstellung der biologischen Wesenheit wurde analysiert und für Zutritt und Eingriff in den Kern freigegeben. Biologische Wesenheit. Und uns auch noch scannen. Oh, kitzelt ein bisschen. So, und schon hat Damien von uns Nacktbilder. Nee, heißt doch gar nicht Damien. Wie heißt denn der? Ach, egal. DNA und Zellzusammensetzung analysiert. Nachdem du den Wurm und dich selbst gescannt hast, musst du einen Schlüssel zum Dreamcore-Raum aufspüren. Der Sicherheitsoffizier vom Dienst wird nicht in seinem Büro sein. Das werde ich sicherstellen. Aber Rio hat mir erzählt, dass sie immer irgendwo einen Ersatzschlüssel haben. Das ist eine katastrophale Verletzung der Sicherheitsbestimmung, aber es macht deinen Job um einiges leichter. Du musst das Sicherheitsbüro durchsuchen, um ihn zu finden. Gut, ich nehme an, das war das Büro mit den Schwertern drauf. Jetzt schaue ich doch mal in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht bin ich schnell genug, dass ich keine Spinne erwische. Ah, sieht gut aus. Aber ich muss noch eins weiter. Und da ist auch schon eine. Da verstecken wir uns mal kurz. Ich gehe bloß sicherheitshalber so weit weg, weil ich habe jetzt keine Lust, dass sie mich trotzdem erwischt durch irgendeinen Zufall. Jetzt müssten wir das alles nochmal herladen. Hallo Spinny. Gut. Und weiter geht's. Ist jetzt auch die Frage, ob die immer im gleichen Abstand miteinander laufen. Oder nicht. So, jetzt könnte ich hier eigentlich reingehen, oder? Yes, sir! Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Büro sind ziemlich schwer. Ich sollte das tun, was Damien mir sagte. Das Sicherheitsbüro besitzt ein isoliertes System, das nicht mit den Systemen des Gebäudes verbunden ist. Falls es eingeschaltet ist, musst du es ebenfalls abschalten, fürchte ich. Es kann aus dem Inneren einer der Sicherheitsspinnen heraus abgeschaltet werden. Überprüfe das Kybernetikbüro. Dort muss es eine Extraspinne geben. Benutze die Software, die ich in dein Handy hochgeladen habe, um sie fernzusteuern. Im Sicherheitsbüro muss ich eine Dockingstation befinden, von der aus die Spinne auf das lokale System zugreifen kann. Die Spinne, die du kontrollieren wirst, besitzt jedoch nicht die richtige Zugangsberechtigung. Du musst eine Möglichkeit finden, um sie abzugraden. Wenn du eine der patrouillierenden Spinnen grillst und ihre Zugangsberechtigung downloadest, solltest du dich am System des Sicherheitsbüros andocken können. Okay, verstanden. Jetzt wissen wir auch, wozu der Raum mit den Spinnen gut ist. Ich glaube, der war jetzt eins weiter vorne. Ansonsten seht ihr mich jetzt hier umsonst rumlaufen. Aber gut, also sprich, wir müssen per Handy die Spinne fernsteuern, dann eine Patrouillierende finden, die töten und auf geht's. Damien sagte, dass ich eine Spinne mit der Software fernbedienen kann, die er auf mein Mobiltelefon übertrug. Schauen wir doch mal nach. Ich bin deine Spinne. Wuhu! Okidoki. Jetzt bin ich dann doch mal gespannt, ob mich die anderen Spinnen angreifen oder nicht. Okay, rumschauen können wir nochmal. Aber ansonsten merke ich jetzt keine Veränderung an der Steuerung. Na, aber hört sich lustig beim Laufen an. Können wir interagieren? Nee. So, da kommt schon eine. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt draufgehen oder ob ich sie einfach töten kann. Hehe! Meins! So, dann schauen wir doch mal rein. Hier muss es also ein Docking-Terminal geben. Das sieht doch gut danach aus. Bingo! Wir sind Meister! Mein Eintrag ansehen? Oder muss ich wieder ganz runter? Ah, der heißt doch wirklich Damien. Da lag ich doch richtig. Der Sohn des Teufels oder sowas. Das Security-Büro müsste zugänglich sein. Ich werde den Data-Key finden müssen, der die Türen zum Dreamcore aufschließt. Der wird wahrscheinlich da drin liegen. Mensch, wir kommen ja richtig gut voran.
Und ich würde sagen, sobald wir das Sicherheitsbüro betreten haben, werde ich auch mal den Part unterbrechen. 15 Minuten sollten in Ordnung sein. Noch mehr Spinnen. Ich habe noch nie welche von denen gesehen. Das ist zu früh. Hä? Das verstehe ich gerade nicht, warum es zu früh sein sollte. Also, hier ist bestimmt ein Data Key drin, aber das werden wir rausfinden im nächsten Part. Also sag ich schon mal Tschüssi und bis zum nächsten Mal.